Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Thief Simulator. So, da ist meine Hauptquest. Weil ich mich kenne. Aha. Ah, guck mal hier. Okay, der sieht mich jetzt. Und ich mache mir auch den Hintereingang auf. Gibt es da eine Tür? Nee, ich sehe da keine Tür. So, hinten ist offen. Sicher ist sicher, man weiß ja nie, wofür man irgendwelche Fluchtwege braucht, ne? Ich habe gerade überlegt, ob ich das Auto nicht besser hinten hinpacke. Dann könnte ich hier ohne Probleme raus, wenn ich irgendwelche schweren Gegenstände habe, wie zum Beispiel den Fernseher, und muss das nicht vorne rumschleppen. Aber ich kann das auch, eigentlich kann ich das vorne rumschleppen. Weil ich ja wahrscheinlich eh vorne raus muss. Wir parken um. Wir parken kurz um. Da muss ich wahrscheinlich raus. Das heißt, ich werde mich jetzt hier hinstellen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt. Hm? Guten Tag. Ob es da die Möglichkeit gibt. Also da hoch komme ich wahrscheinlich nicht. Da muss ich gar nicht drüber reden. Okay, da ist ein Zaun vor. Da ist ein Fenster drin. Kann der da durchgucken? Wer darüber guckt? Wahrscheinlich kann er das. Noch steht ja günstig. Eine Teebox. Ja, schon Wein. Die Teebox interessiert mich. Man weiß ja nie, was da für Tee drin ist, ne? Gleich kommt die Person Nummer 2 nach Hause. Ja, das ist jetzt irgendwie uncool. Muss der jetzt da sitzen? Der guckt mich nicht an. Er sieht mich nicht. Da geht's nach oben. Uah. Okay, gleich kommt die zweite Person nach Hause und die dritte Person ist noch weg. Ich will versuchen, dass ich dann vorher vielleicht hier hinten... Ach, gibt's nicht. Die Garage ist offen. Ich kann über die Garage rein. Wie viel ist gerade da hinten, ne? Kann der da durchgucken? Das ist Risiko. Nein, da ist was zwischen. Da liegt Geld in der Garage, Leute. 50 Dollar in der Garage liegen lassen. Sind die doof? So, wo muss ich hin? Zweiter Stock, ne?
nichts drin. Sehen gerade nicht mehr. Ich sehe sie gerade nicht mehr. Das ist das Problem, was ich habe. Ich sehe sie jetzt gerade nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo sie sind. Komm raus hier. Die können natürlich beide jetzt oben liegen, ne? Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber weiß man das? Der hat die Garage schon offen gelassen für mich, ne? Ich suche sie. Wenn sie mich erwischen, erwischen sie mich. Was ist das? Smartphone zerstört? Holy moly. Da ist er wieder. Sobald die umdreht, markiere ich die. Ah! Mist, er saß da. Wo war der Müllcontainer? Hier rechts, ne? Jetzt sind alle drei wieder zu Hause und die. Oh, das ist doch nicht wahr, ey. Gib mir mal ein Zeitfenster, wo die nicht zu Hause sind, ey. Ich meine, man könnte jetzt natürlich schlafen und gucken, dass man um, was ist das, 12 Uhr? 11 Uhr vielleicht nochmal hierher kommt. Aber, nee. Ich meine, die werden ja irgendwann auch nachts ins Bett gehen wollen. Ne? Also jeder normale Mensch schläft ja zumindest nachts. Es sei denn... Ah gut, es gibt Ausnahmen, aber normalerweise schläft man nachts. Ja, Polizei. Da steht er. Seine. Was? Oh, das ist ja mal geil. Habe ich nicht letztens noch drüber gemeckert? Der hat mich hier echt gefunden. Okay. Gut zu wissen. Die Türen sind hoffentlich noch auf. Ich nutze das von mir übernommene Wissen dafür, die T-Box hier zu klauen und durch das Fenster hinten einzudringen. Die Zeit, wo der noch allein ist, die werde ich jetzt nutzen. Wir haben $50. Das Tor kriege ich nicht auf. Jetzt ist es offen. Kleiner Bug wieder hier. Bin ich hoch. Da glaube ich nichts mehr drin, ne? Irgendwo war hier noch was drin, ne? Oder? Ne, da war nichts drin.
Hier war was drin. Auch nicht. Jetzt guckt er zu mir. Oder habe ich das noch am Mann? Kurz mal gucken. T-Box? Ne, ich habe doch so ein kaputtes. Ach, das lag im. Ja, ich weiß, wo sie lag. Alles klar. Da kommt die andere Person nach Hause. Geht direkt nach oben. Setzt sich direkt oben hin. Umzukommen muss ich dadurch, glaube ich, ne? Nein, hier ist ein. Oh, geil. E-Gitarre. Komm, wir haben den Platz. Nehmen wir mit. Ein Keyboard. Hab ich auch nicht geklaut. Nehmen wir auch mit. Alarmuhr hatten wir schon. Ach du Kacke. Der zweite kommt gerade nach Hause, oder der dritte besser gesagt. Und dann sitzen die da, glaube ich, in der Küche, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ne? Zu zweit. Aber wie komme ich denn nach oben, Leute? Wo ist denn der Eingang? Knapp 10 Kilo können wir noch mitnehmen. Wo bin ich jetzt hier? In der 108, ne? Unten, Junge. Bleib unten. Brauch einen. Muss einen markieren. Wo sind denn die? Wahrscheinlich kommen sie ja von hinten, ne? Da oben habe ich ganz selten was drin gefunden, immer. Ganz selten immer. Wir hoffen, dass die das Radio auch für sich hören und nicht nur ich das Radio höre. Kopfhörer können wir mitnehmen. Ja, okay, die wiegen doch ein bisschen mehr. So eine Lampe würde ich gerne mitnehmen, aber die. Da geht nach einer geht nach oben.
Das heißt, du kommst nur noch da vorne rüber nach oben. Das ist ja mies. Ich will nur wissen, von wem das Schlafzimmer das hier. Von wem das Schlafzimmer hier ist. Die müssen ja auch mal irgendwann kommen. Was für ein blöder Schnitt. Oh. Das ist ein Bild, das ich klauen kann. Interessant. Die kann ich auch klauen. Jetzt habe ich zwei oben. Wie viel Platz habe ich noch dafür? Noch ein Bild könnte ich mitnehmen. Habe ich schon so ein Bild? Bienen. Nee, Blumen habe ich noch nicht. Ich will auch nicht mehr so ein Bild klauen. Ich glaube was anderes. Sieht mich, glaube ich, gerade nicht, ne? Geht da vom Fenster? Irgendwie roll los runter, das ist schon nicht schlecht. Dürfte mir nicht sehen, ne? Da ist. Ah, Kletterranken fürs. Ach, da komme ich nach oben. Automatischer Lockpick. Dann aufmachen müssen wir es so oder so, ne? Hier war ich noch nicht. Aufpassen jetzt hier. Nur Wäsche drin. Ich glaube, die sitzt da oben und könnt mich sehen. Kleiner Fernseher. Sitzt dahinter. Die beiden da durch sind, an meinem Auto weg sind. Bin ich da. Versuchen. Aktuell sieht mich keiner. Wenn der jetzt rechts nicht auch links schwenkt, dann dürfte das passen. Pack das da rein, Mann! Nein! Boah, okay, aber ich weiß, wie ich da hochkomme. Da ist ein Dranken und da oben ist ein offenes Fenster. Gesehen? Alles klar, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Habe ich vorher nicht gesehen, Leute. Habe ich echt nicht gesehen. Aber jetzt sehen sie mich wieder alle. Ich meine, im Moment haben sie alle Fenster offen. Ich habe jetzt keinen Platz mehr. Das heißt, das Gemälde zerstören, Deko zerstören. Machen wir ein andermal. Komm, wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Nicht alles nochmal. Nicht alles nochmal.
weil ich scheiß Passanten angefahren habe. Nicht alles nochmal. Scheiße! Alles nochmal! Boah, wäre ich doch mal aus dem Auto ausgestiegen wieder. Ah, fuck off, ey. Ich weine. Ich weine ein wenig. Nutze aber jetzt das Wissen, was ich habe. Um hier hochzukommen. Router. Ich weiß jetzt nicht, was ich unten alles eingesagt habe. Da lag doch was drin, oder? War doch gesehen, oder nicht? So, was soll ich mitnehmen? Die Vase soll ich mitnehmen. Meine. Die hat ein Safe hier oben. Oh, wie geil ist das denn? Jetzt nicht fertig. Sag nicht, da kommt jetzt rein noch rauf. Nein. Jetzt ist da unten. Dieses Pendel da interessiert mich. Nochmal hier. 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 Nehmen wir mit. Hier. Vase. Black and White. Mist. Ah, Mist, 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 Mist. Ich brauch Platz. Ich brauch Platz. Was lasse ich da? Die Route lasse ich hier. Die Vase kann ich teuer verkaufen. Deshalb nehme ich die mit. Mal Geld. Kaffeetasse. Kugel. Bitte lass sie jetzt nicht direkt nach oben zu mir laufen. Ich kann mich hier nicht verstecken. Doch, kann ich. Mir sagst wie? Okay, nee, sitzt nebenan. Alles gut. Die sitzt nebenan. Die kommt jetzt wahrscheinlich auch nicht hier rein. Ah nee. Falsch rum. Nee. Warte jetzt mal. Jetzt. Das dauert echt lange, ne? Okay, bei 70 war das irgendwo. Der ist schon schwerer zu knacken. Da habe ich nur zwei oder so. Um 60, 78. Nein! Hallo? 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 Scheiße, wo bin ich hier reingekommen? Ich weiß nicht, wo ich hier reingekommen bin. Hier. Was war das? 35, 65, 78? Irgendwie sowas? Hätte zu Ende knacken sollen, jetzt hier. Ja, ist halt jetzt ein taktisch ungünstiger Zeitpunkt, ne? Wenn ich mir das so angucke, ne? Dieses Mal habe ich Glück gehabt.
weiß nicht, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Ob ich mich bewegt habe. Ob die das auch hören, wenn ich mich hier so drehe. Hm, lecker. Zerstörung steht in der Deko. Habe ich doch, ne? Diese Vase muss ich dabei haben. Die weiße Vase. Ja, die muss es sein. Genau. Die habe ich. Okay, dann habe ich wenigstens eine Quest erledigt. Letztens habe ich es geschafft, den Drucker nach draußen zu tragen nochmal, ne? Das waren wieder 400 Dollar. Ist auch geil. Ich meine... Die müssten jetzt eigentlich alle zu Hause sein. Wenn ich mir das so angucke. Hängt noch eine Gitarre. So, bevor die mich erwischen. Mal gucken, da sitzt einer. Zack, ja, wir sind alle da. So, safe oben könnte ich jetzt versuchen. Nochmal. 65, 78. Ausgerechnet, jetzt kommt der nach oben. Kriegen Föhn. Da ist ja safe drin in dem Raum. Sieht er mich? Er sitzt oben, der andere läuft hier wie im Irrenhaus hin und her. Geht nach oben, geht nach oben und er geht nach unten. Das ist mein Zeichen. Das ist mein Zeichen. Der steht jetzt da vorne und die anderen beiden sitzen oben. Drucker. Dahinter, komm. Sieht mich hier gerade jemand? Von da kommt einer angedackelt wieder mal. Also die 400 Dollar für einen Drucker will ich schon mitnehmen, du. Das ist das Beste, was du machen kannst gerade, einen Drucker einkassieren. Da läuft einer vorbei. Da kommen die Nächsten. Leute, ich würde sagen, ob ich halt schaffe, den Drucker ohne Aufsehen da reinzupacken, sehen wir in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich für heute. Bis dann, mach's gut. Tschüssi.